Hallo ihr Lieben und willkommen bei einer neuen Folge Let's Play RimWorld. Wir spielen die Beta 18, sind in der zweiten Staffel und hier wird jetzt gerade mal ordentlich gewurschtelt. Jemand baut hier eine Schutzweste, also Kina macht das und alle anderen hängen hier so ein bisschen sinnlos rum. Aber ich habe jetzt den Tipp bekommen, bau doch mal einen Mörser. Das werde ich nämlich jetzt auch machen, denn damit soll man auf lange Entfernungen sehr gut Dinge beschießen können und ich glaube mal, dass das eine ganz lustige Sache wird. So, Sicherheit. Da ist der Mörser. Was haben wir denn hier? Was kann ich denn bauen? Ich nehme den aus Stahl. Alles andere ist ein bisschen arg teuer. So, ich glaube, ich setze den mal hier irgendwo in einen etwas geschützten Bereich hin. Wobei, nee, ich muss bei dem Mörser ja noch so ein bisschen ein Lager. Alter! Krasser Blitz, hallo! Ich muss hier noch so ein Lager direkt nebendran haben. Ein Lagerbereich zumindest. Ich glaube mal, ich setze das Ding jetzt hier hin. Auch der Strom? Ich weiß es nicht. Werden wir jetzt gleich mal sehen. Ich glaube, dann kann ich auch mal das hier langsam abreißen, wegmachen, whatever. So, sollte jetzt hier nicht langsam mal so ein Baumeister kommen und hier so ein bisschen. Auf jeden Fall muss ich noch Granaten basteln, die das Ding dann auch verschießen kann. Damit soll man dann solche Alienschiffe recht gut zerschießen können. Übrigens danke an Crystal für den Tipp. Ich glaube, jedes Mal, wenn ich hier irgendwie ein Problem habe, weiß Crystal die passende Lösung. Zumindest bei so gut wie allem. Ich glaube, ohne Crystal wäre ich hier erstmal so ein bisschen sehr verloren. Aber hey, ich finde das gut. Also ganz ehrlich, wenn man keine Ahnung hat, dann soll man Leute fragen, die sie haben. Vor allem, wenn es dann solche Sachen sind wie bei so einem Game, dass es dann auch mal ziemlich blutig ausgehen kann, was ich natürlich jetzt zukünftig nicht hoffe. Wir wollen ja die blöden Viecher hier platt machen. So, kommt jetzt. Komm, Devlin, bau das hier mal fertig. Und Kina, du könntest mit der Schutzweste auch weiterkommen. Das wäre jetzt auch schön. So, haben wir jetzt hier irgendwas, was fehlt? Ich glaube nicht. Eigentlich müssten sie ja alle kampfbereit sein. Die hat hier das Repetiergewehr, Major hat das Sturmgewehr, Kina hat einen Recurve-Bogen, Cebo hat Splittergranaten, Joel hat eine MP, Vicky hat auch eine MP und Trebo hat einen Schrotflinte. Das müsste ja eigentlich reichen. So, nicht geladen. Okay. Dann werde ich jetzt mal hier eben so eine Zone hinlegen, eine Lagerzone. So hier. Ich hoffe mal, dass das irgendwie brauchbar ist. So, und dann erlauben wir mal so gut wie alles gar nicht. Ich werde jetzt erstmal alles verbieten und dann extra einstellen, was hier hin soll. Rohstoffe waren es nicht hergestellt. GW-Granaten. Das ist eine gute Idee. Brandgranate, HE-Granate. Ich könnte ja rein theoretisch auch mal mit einer EMP-Granate auf diese blöden Dinger hier unten schießen. Oh, warte mal. Wo war das denn jetzt hier? Arg! Neue Aufnahmesession und ich finde schon nichts mehr. Das ist echt typisch. So, hier sind sie. Oh Gott, so viel Blut. Es sieht so schlimm aus hier. Echt übel. So, aber das Schiffchen muss ich wirklich noch platt machen. Wer hätte gedacht, dass aus einem fiesen Alienschiff dann auch noch so viel Kackviecher rauskommen? So, okay. Nicht geladen. Wie lade ich denn das? Gibt es das hier irgendwo? Aber ich denke mal, ich werde hier auch noch so ein Dings drüber basteln. Warte mal. Sicherheit, wir machen hier noch ein bisschen Sandsäcke außenrum. So, zur Sicherheit. Sonst wird das hier alles ein bisschen sehr lästig. Oh, sie sind jetzt alle schon wieder am Wegpennen. Oder zumindest ein guter Teil. Oh, Kina ist mit ihrer Schutzweste fast fertig. Finde ich auch gut. Bin ich mal gespannt. Ich meine, die ist jetzt sicherlich hilfreich, wenn man mit irgendwelchen lästigen Viechern durch die Gegend spielen darf.
Oh, sie ist hier richtig am Ackern, meine Güte. Ui, da wird ordentlich geschuftet. Finde ich gut irgendwie. Und Joel schmelzt die ganze Schlacke ein aus der Umgebung. Ist jetzt auch nicht schlecht. Also wenn ich mir überlege, dass man damit eigentlich eine recht gute Zufuhr von Stahl hat, wenn man jetzt mal nicht gerade die dicke Vorkommen findet. Das liegt ja alles hier so rum. Fällt ja alles einfach irgendwo runter. Ist auch nicht verkehrt. Immerhin, es gibt pro Stück irgendwie so 10 oder so. Ah, Kena hat die Weste fertig. Das finde ich auch schon mal gut. So Leute, dann könnt ihr jetzt schon mal schlafen gehen. Es ist spät. Ihr seid bestimmt alle müde. Und als nächstes baue ich dann mal irgendwelche lustigen Granaten. Gucken wir doch mal, was die so alles kosten. EMP-Granate. Was kostest du? Oh nee, da steht ja... 5-mal Stahl und ein Bauteil. Oh, Alter. Das ist echt finster. Na gut, eine werden wir mal herstellen. Und was brauchen die HE-Granaten? Kraftstoff? Okay, scheiße. Haben wir nicht. Was brauchen wir denn für eine... Upsa. Was brauchen wir denn für eine Brandgranate? Das will ich mir vorher anschauen. Auch Kraftstoff. Alter? Okay, muss ich doch irgendwelche Boomalupes zähmen? Oh, verdammt. Das gefällt mir jetzt gar nicht, weil ich mag die Viecher nicht. Also, ja, sie sind halt vorhanden und es ist ja einigermaßen praktisch. Oh, okay. Ah, da sind sie auch schon wieder wach, die ersten. Raven baut jetzt hier erst einmal lustige Dinge. Okay, wir haben hier einen Recurve-Bogen. Ich glaube mal, den werde ich an Cebu weitergeben. Und dessen Granaten, die dürfen dann hier gelagert werden oder so. So, Raven baut hier unsere Verteidigung auf. Schon mal sehr sympathisch. Machst das hier mal fertig, genau. Ach, ich glaube, ich traue der ganzen Sache halt einfach nicht, das mit dem Schiff und so. Arr. So, Major, was machst du denn Schönes heute? Frühstücken? Ruht sich aus. What? Bist du so müde? Hast du nicht geschlafen? Okay. Legt ihr euch wieder hin? Okay. Muss man nicht verstehen. Dann dürft ihr jetzt noch eine Runde pennen. Ich hoffe mal, dass sich Kena oder Devlin dazu berufen fühlen, hier so ein bisschen Granaten zu bauen und so. Aber ein Bauteil, das ist ja echt fies. Okay, jetzt muss ich aufs Forschungsmenü. Warte mal. Langsam, sonst rennt uns das hier alles davon. So, lange Klingen. Was macht man denn mit langen Klingen? Langschwerter und Speere. Nee, das brauchen wir eigentlich nicht. So, ich denke mal, ich werde mich jetzt aber hier ans Raffinieren bewegen. Chemische Kraftstoffe. Puh. Elektrische Feuerbestattung. Ah. Ich glaube, jetzt machen wir hier erstmal so Scanner-mäßiges. Das sollte jetzt gar nicht so verkehrt sein. Oder mehrläufige Waffen, Energiewaffen? Hm. Wir nehmen erstmal die Tiefenbohrung. Okay, ist der schon fertig? Devlin, hast du schon weggeräumt? Wo ist denn jetzt die Granate gelandet? Oh, hier. Ah, da ist sie. Okay, ich muss mal die Granaten hier aus dem Lager wegtun, offensichtlich. Plack. Gehen die kaputt? Ja, oh shit, die gehen kaputt. Verrottet, da es nicht überdacht ist. Ah, fuck. Das ist ja wieder mal so klar, ey. So, warte mal. Dann müssen wir hier mal so ein bisschen Zeug abbauen. Weil wir brauchen hier definitiv einen Unterstand. Boah. Das wäre jetzt auch zu leicht gewesen. Na komm, Isel, hau hier mal ein bisschen drauf. Du kannst das doch. Devlin darf auch mal eine Runde forschen. Trevo, was machst du? Betet. Okay. Ja gut, angesichts des bevorstehenden Kampfs würde ich auch beten. Schießrausch. Wer ist denn im Schießrausch? Kena wurde inspiriert, okay.
Ich glaube mal, das nutze ich jetzt erstmal aus. Erstmal abbrechen. Okay, Leute. Wen nehmen wir denn mit? Raven wird am besten. Warte mal. Hier unten ist das Ding. Hier ist das Schiffchen. Das heißt, Raven wird am besten hier in der Nähe warten. Genauso wie Joelle, falls wir Leute haben, die wir irgendwie mitnehmen müssen. So, dann bekommt Cebu einen Recurve-Bogen statt seiner Granaten. Ich glaube mal, Fernkampf ist da immer noch besser. So, Leute. Wir sammeln uns dann mal so. Hier in der Nähe, bitte. So, Vicky. Trebo. Auf geht's, Leute. Jetzt wird hier gekämpft. Devlin ist diejenige, die hier noch als Träger dann warten muss, darf, soll, wie auch immer. Eieiei. Na, das wird jetzt eine lustige Nummer irgendwie, fürchte ich. Muss ja sagen, vor dem Kampf habe ich jetzt so ein bisschen Schiss, aber okay. Es wäre ja auch langweilig, wenn das nicht so wäre. Wow, jetzt kommt hier voll die Kampftruppe. So, ich denke aber mal, dass die Tiere nicht schlachten. Blub, blub, blub. So, haben wir alle? Alle da? Okay. Dann rücken wir mal mit der Truppe ein bisschen vor. Also irgendwie muss ich das mit den Tieren anders machen. So, das Ding ist jetzt auch kaputt, okay. Wir haben noch gar keine Toten irgendwie. Wenn jetzt die Raupe ein Stückchen nach vorne kommt, dann kriegt sie hoffentlich eine dicke Breitseite von unseren Fernkampfschüssen. Na, komm. Okay, das war jetzt wahrscheinlich unser nächstes Tier. Wen hat es jetzt erwischt? Eieiei. Okay, wir haben sie platt gekriegt. Das heißt, Kina muss jetzt eben kurz mal gerettet werden. Und zwar hiervon. Okay, du bist auch fertig mit Kämpfen. Du genauso, du ebenso. Oh, wir haben eine Menge Verletzte dieses Mal. Aber das ist besser als nichts. Wir haben die Viecher hier platt. Okay, Leute, dann bewegt euch mal. Und du gehst bitte auch nach Hause.
tötest jetzt hier erstmal die Jungs. Warte mal, beschießen. Alles schön kaputt machen. Genau. Alles platt machen, was nicht bei drei auf den Beinen ist. Glück. Geht das nicht? Alter? Na? Wird daraus was? So, Moment, ich gucke jetzt mal eben nach meinen Halbtoten hier. Seid ihr auch alle brav zu Hause? Raven bringt jetzt gerade Kina nach Hause, okay. So, Isel, du darfst dich jetzt hier ins Bett begeben. Major macht das bitte auch. Cebo hierhin, Vicky dahin. Vicky, da machen wir jetzt mal eben ein Krankenbett draus. Schlaf ist vollständig geheilt. So, okay, das läuft. Und dann zurück zu Trebo, der jetzt hier noch die restlichen Dinge aufräumt. Komm, Kumpel, du kannst doch da jetzt aus der Nähe nicht vorbeischießen. Es ist doch jetzt nicht die Möglichkeit, oder? Okay. Okay, also irgendwie kriegt er das nicht so gut hin. Ah, okay. Und, haben wir es jetzt gleich fertig, das Teil? Na? Komm, Trebo. Hopp. Mach mal hin. Stahlautomatisches Geschütz. Okay, ja gut, das muss dann noch repariert werden. Also er steht hier fast direkt dran und kriegt das nicht hin. Komm, Kumpel. Das ist doch jetzt nicht die... Aus der Nähe kann man doch nicht vorbeischießen. Gibt's das? Oh Mann, ich... Hat das platt? Immer noch nicht. Alter. Komm, Junge. Noch ein bisschen mehr. Das ist doch jetzt nicht die Möglichkeit. Komm jetzt, mach das Ding platt. Okay, der ist immer noch am Arbeiten. So, Joel kümmert sich hier um Verletzte. Oh, Raven muss hier auch mal ran. So, wie sieht's denn bei Raven aus? Bei Kina aus? Schmelzofen ist auch gestört. Ja gut, ist doch egal. So. Wie sieht's denn bei unseren Tieren aus? Haben wir noch alle? Warte mal hier. Wildschwein. Okay, die leben noch. Die haben es jetzt auch geschafft. Das finde ich gut. Puh. So, Trebo. Alter, du bist immer noch dabei, das Ding abzuknallen. Alter Schwede. Ist das die Möglichkeit? Ach Gott. Komm jetzt, Junge. Das ist doch nicht dein Ernst, oder? 10 Stunden später. Ich glaube, er ist nicht der beste Schütze. So, ich glaube, das... das willst du nicht begraben, Kumpel. So. Trebo, ich glaube mal, den hier nimmst du mit. Den nehmen wir mal mit. So, Devlin, du darfst jetzt hier mal... Zeug aufräumen. So, das hier doch auch weggeräumt werden. Komm, Devlin. Kann kein Träger sein. Ach, ich kotz gleich. So, der versorgt jetzt unsere Kranken hier. Vicky? Wurde die schon versorgt? Ja, wurde sie. Okay. Raven, was machst du? Deinen Mann füttern? Okay. Aber ich muss mir ja mal sagen, das haben sie hier bravourös hingekriegt. Massenangriff hat echt geholfen. Das war eine schöne Sache. Gefällt mir gut. Das arme, verrottende Wildschwein. Oh Mann. Das Tier ist auch irgendwie schon ziemlich tot. Git. Was kann man denn damit alles machen? Drachenbaum ist aufgrund von Gift eingegangen. Welcher denn? Oh, ist das schon so weit? Wow, alter Scheiße.
So, ich teste jetzt aber mal, ob ich auf das Schiff noch schießen kann oder ob da dann gleich die nächsten, ob da dann gleich die nächsten rankommen. Also ich hoffe es mal nicht, das wäre jetzt ein bisschen kacke. Wahnsinn. Ist nur ein bisschen blöd, dass man diese giftige Atmosphäre irgendwie nicht wirklich sieht. Also, dass das hier jetzt meine Bäume killt, finde ich jetzt irgendwie ein bisschen scheiße. Ich hoffe mal einfach, dass er an dem Schiff jetzt nicht vorbeischießt, der gute Trevor. Ich meine, immerhin, ne, Schrotflinte. Aber ich sehe schon, wir sind jetzt hier schon wieder am Ende unseres lustigen Ausflugs angelangt. Ihr Lieben, danke, dass ihr reingeguckt habt. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Immerhin, wir haben das Schiff hier um, naja, nicht das Schiff, sondern die fiesen Aliens, die das Schiff hier irgendwie besucht haben, besiegt. Mal gucken, was wir daraus machen. Diese ganzen Störungen, kommt das jetzt alles wegen dem Alienschiff? Ich hoffe mal nicht. So. Hier, beschießt das mal. Ich hoffe mal, dass da jetzt nicht noch mehr Dinger rauskommen irgendwie, sonst habe ich ein Problem. Aber genau das gucken wir dann die nächsten paar Mal an. Macht es gut, ihr Lieben. Habt eine schöne Zeit und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Bis denn und tschö.